Mit Mr. DNS macht Lernen wirklich Spaß. Allein sind diese Kompis nicht so übel, aber im Rudel sieht das ganz anders aus. Zum Glück haben sie Angst vor dem T-Rex-Pipi. Oder sie mögen einfach den Geruch nicht. Noch mehr Kompis! Man lernt ja bekanntermaßen nie aus. Oh.
Ha! Können Sie mir hochhelfen, Dr. Grant? Ja, da ist ein Boot. Direkt unten am Ufer. Scheint unbeschädigt. Hören Sie? Was? Der Satellitentelefon. Mom! Dad! Dad! Mom! Eric! Eric! Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das Telefon! Dieser blöde Jingle, ich hab's gehört! Ich hab's nicht. Nash hatte es zuletzt. Er muss es gehabt haben, als er...
Ufer.
gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Sie aus einem Impuls heraus mitgenommen. Ich dachte, wir könnten damit unsere Ausgrabungen finanzieren. Und wenn sie uns damit erwischen? Und wenn sie uns ohne sie erwischen? Da unten liegt ein Boot, ein Stück flussabwärts. Wir versuchen es bis zur Küste zu schaffen. Was ist das? Ein Vogelkäfig. Einen Moment! So! Ah!
Hier entlang! Tschüss, Vögelchen. Moment! Ich finde einen Weg für Sie. Los doch! Ich regle das. Billy, halt! Nicht Billy! Hey, von hier aus kann ich fast mein Haus erkennen.
kann sie verjagen. Aufmerksamkeit haben wir. Thank you.
überhaupt nicht weg. Sie wollen die Eier. Sonst wären wir schon längst tot. Nein, 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 nein. Rufen Sie um Hilfe. Das ist ein Hubschrauber.
Thank you.
Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray, sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, dann viel Spaß. Und passt gut auf sie auf, ja? Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier, Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Und er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Oh, Mist! Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Komm schon, lass das Schwein herunter. Was? Oh, Mist! Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Oh Mann. Schon gut, ich klettere darauf und schneide es los. Wenn ich etwas zum Klettern finde. Aber fall nicht! Wäre zu schade, wenn deine Tierchen ihr Herrchen verlieren. Danke! Wird nicht wieder vorkommen! Okay, zu meiner Verteidigung. Das war diesmal ein völlig anderer Fehler. Ach, das hat mir noch gefehlt. Komm schon, Owen. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. Ein paar Infos für dich. Komm her, kleines Schweinchen. Thank you.
Haha, hab ich dich. Hier lang, kleines Schweinchen. Velociraptoren auf uns setzen, Sir? Was ist mit der Ausrüstung passiert? Verzeihung, wir haben sie zur Wartung mitgenommen und, vergessen sie wieder zusammenzubauen. Wissen Sie noch, wie das geht? Ja. Oh ja,
So ist's besser. Wir haben es vorhin schon probiert, aber da sah es mehr nach einer Schaukel aus. Mary, wir brauchen Strom. Kein Problem. Vielleicht kann ich helfen. Und los geht's. Mr. DNS steht zu Diensten. Gut gemacht. Barry, setz das Rohr unter Strom. Klar doch.